herzlich willkommen zurück. Oh, geil, dass du wieder mit am Start bist zu einer erneuten Ausgabe von Gothic 2 Classic. Ja. In der letzten Episode sind wir der Miliz beigetreten und jetzt werde ich erstmal Konstantino seinen Ring abnehmen. Als rechtschaffener Soldat, der wir nun mal sind. Das war doch klar, genau. Er redet einfach zu viel. Ach, ich kann ja nicht schleichen, ne? Wo hast du das denn schon wieder her? Schauen wir mal kurz, ob ich das einfach so kann. Irgendwer muss die Arbeit machen. Was ist los? Schlafzauber habe ich jetzt nicht, ne? Ich kann das nicht glauben. Das darfst du keinem erzählen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich kann jetzt nicht einfach so auf seine Kiste greifen. Also kann ich schon, aber dann greift er mich halt an, ne? Nimm die Finger weg da! Ey, du greifst Soldaten des Königs an! Du Hund! Dafür wirst du eine Strafe zahlen. Weißt du, ich bin noch keinen Tag bei der Miliz und schon habe ich 2 Straftaten begangen, Alter. Oh! Konstantino ist aber ein hohes Level, wie es aussieht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Bevor die Wache schnell kommt. Ich hab da meine. Deshalb. Er ist ein Ring klauen. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ah, kostet mich bloß 50 Goldstücke. Das habe ich schon immer gesagt. Nein, halt die Fresse! Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wir haben 2 Turmschlüssel. Vielleicht komme ich jetzt hier rein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Schade leider nicht. Okay, ich gehe jetzt nochmal schnell zur Kaserne und zahle die Strafe. Ja, ganz ehrlich, was sind 50 Goldstücke? Ja, das ist gar nichts. Das ist lächerlich. Das können wir auch mal schnell machen. Ich habe so viel Geld, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Außerdem, wenn ich diese 4 Rohstahl, es ist relativ dunkel. Wenn ich, die 4 Rohlinge noch schmiede, da kriege ich wieder 400 Goldstücke rein, also lächerlich. Tun mir diese 50 Goldstücke gar nicht weh. Ja, und dank Rugas großzügigen Spende bin ich jetzt auch im Besitz einer kleinen, netten Armbrust. Die ist natürlich sehr nice. Gut, dass du kommst. Ich hatte das Diebstahls bezichtigt. Ich will die Strafe zahlen. So, okay. Da kannst du eh nichts dran ändern. Ich meine, wir haben dem ja sogar 37 Goldstücke abgenommen. Also effektiv habe ich jetzt nur 13 Gold bezahlt. Und wenn ich den Rest verkaufe, habe ich die 50 wieder drin. Also von daher alles chillig. Geheimnis mehr. Kann ich eigentlich mit Hannah sprechen, dass unter ihrem Hotel die Diebesgilde ist? Interessiert die das überhaupt? Was du nicht sagst. Meinst du, mir geht es besser? Ich muss erstmal zu Coragon das Schuldenbuch von Lema abgeben und dann wieder zurückkaufen. Ja, geht um die Erfahrungspunkte. Weil von Hannah kriege ich dann nochmal den Schlüssel, den brauche ich. Zwingend. Was du nicht sagst. Schau mal, was ich hier habe. Ich habe so einiges gehört. Das ist das Schuldenbuch von Lema. Wirklich? Was hast du damit? Das ist ja interessant. Hier hast du das Buch. Ich kann sehen. Du hast mich gerettet. Das ist mal wieder typisch. Lema kann ziemlich ungemütlich werden. Wo hast du das denn schon wieder? Nimm das als Belohnung. Es ist der letzte Schluck. Das darfst du keinem erzählen. Zeig mir deine Ware. Man darf halt nicht alles glauben. Wobei ich mich aber schon frage, was genau... Er erzählt alles weiter. Also was genau soll Lema davon abhalten, ihn einfach zusammenschlagen zu lassen, um ihm das Buch wieder abzunehmen? Oder halt... Er muss die Arbeit ja machen. Seine Schulden einzutreiben, so. Ich meine... Das war doch schon vorher klar. Schau mal, was ich hier für ein Buch habe. Lemas Schuldenbuch. Wie bist du daran gekommen? Ich hätte das anders gemacht. Wenn Lema es nicht mehr hat, ist das gut. Er sollte lieber hätte ich es selbst. Das ist wirklich hier, nicht mein nimm Problem. Das Buch. Danke. Nimm das hier als Belohnung. Wer muss die Arbeit Was hast du mir da gegeben? Es ist ein Schlüssel zur Pforte des Reichtums. Das wundert mich nicht. Damit hat Hannah ja eigentlich die Diebesgilde gerade indirekt verraten, oder? Alter, selbst mitten in der Nacht um 1.30 Uhr plärrt er hier durch die Straße. Junge, das ist doch eigentlich eine Straftat, Alter. Wie kann man nur so dreist sein, um hier mitten in der Nacht, ja, wo die meisten schon schlafen wollen, krakeelt er hier durch die Straßen und brüllt hier alles zusammen. Im Namen König Robas des Zweiten.
Also ich bin aber auch nicht besser, ich gehe jetzt einfach mitten in der Nacht an die Schmiede und mache richtig Lärm. Immer diese Doppelmoral, ey. Ganz, ganz schlimm. Jetzt kriege ich dich. Ey, was soll das denn jetzt werden? Digga, ich habe meine Strafe gezahlt, Alter. Was soll denn das jetzt werden, wenn es fertig ist? Willst du mich verarschen, Alter? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich meine, ich hab doch meine Strafe gezahlt. Die kriege ich noch. Was willst du denn jetzt noch von mir? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, ich hab doch meine Strafe gezahlt, Mann. Unverständnis. An dieser Stelle. Ich gehe jetzt aber nochmal in die Diebesgilde. Ich will den Ring abgeben. Bevor ich hier zu Lord Hagen hochgehe, gehe ich nochmal in die Diebesgilde. Und sneak mich mal hier an Pablo vorbei. Am Juan Pablo Montoya. Kennt ihr noch einer von euch? Formel 1 Fahrer, ehemaliger. Muss ja zugeben, was heutzutage Formel 1 und so, bin ich halt überhaupt nicht mehr im Game. Also, keine Ahnung, wer gerade die aktuellen Formel 1 Fahrer sind. Hier Grosjean kenne ich gerade noch hier oder Verstappen oder so, aber so aktiv beschäftige ich mich überhaupt nicht mehr mit der Formel 1. Ich habe Formel 1 2002. Das habe ich mal als PC-Spiel gehabt und gespielt und sehr intensiv. Und da waren halt so Fahrer dabei wie Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Rubens Barrichello oder eben halt Juan Pablo Montoya. Ja. Das sind so ein paar Namen, sind da noch so hängen geblieben. Aber ansonsten kann ich mit Motorsport an sich überhaupt nichts mehr anfangen. Also früher als Knirps fand ich das tatsächlich noch ganz interessant so, aber mittlerweile bin ich da echt raus. Also mittlerweile bin ich da echt nicht mehr drin. Ich glaube, ich werde jetzt auch von Jasper einfach mal schleichen lernen, weil wenn ich jetzt die Blutkelche holen will, ich meine, das will ich jetzt in einem Atemzug gleich erledigen, wenn wir jetzt ins obere Viertel gehen, dann hole ich gleich noch alle Blutkelche. Mein Mann sieht das anders. Zumindest will ich es versuchen. Ich meine, einen habe ich ja schon. Das war da schon vorher klar. Und dafür werde ich aber schleichen müssen. Ich glaube, ohne Schleichen komme ich da nicht weit. Gar nichts mehr. So, Freunde. Schlimme Zeiten sind das. Das ist eine schlimme Sache. Was ist denn hier los? Was du nicht sagst. Oh, scheiße. Das ist eine schlimme Sache. Scheiße. Wieso sind die denn jetzt tot? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hä? Warum sind die denn jetzt tot? Das verstehe ich nicht. Ich meine, ja, ich habe mit Lord André gesprochen, aber ich hätte die ja noch umbringen müssen, um den Auftrag abzuschließen. Also warum sind die denn jetzt? Ah, warte mal. Ah, ich glaube, ja. Er erzählt alles weiter. Bewohner von Corinis, auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens, er geht folgender Erlass. Danke. Ich glaube, die sind jetzt einfach tot, weil das Spiel denkt, ich hätte halt diese Special Quest halt angenommen, um halt schneller bei der Miliz aufgenommen zu werden. Aber ich habe halt gedacht, wenn ich sage, ich bin Bürger der Stadt, dann kann ich die Quest immer noch abschließen und die leben halt noch. Ist jetzt nicht der Fall. Was mache ich denn jetzt? Shit, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich belebe die jetzt einfach wieder und was halt sinnvoll wäre, weil die können ja nicht gestorben sein. Also das Spiel simuliert jetzt hier einen Zustand, der so nicht passiert ist. Ja, doch, eigentlich schon, ne? Weil es ist ja, die können ja jetzt nicht einfach tot sein. Die Stadtwache weiß ja nicht, wo die ist. Ich habe das ja Lord André nicht verraten, dass die in der... Doch, ich habe den verraten, dass die... Scheiße. Kann ihn nicht wiederbeleben. Oder habe ich das gesagt? Ey, Mist, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich gesagt habe, ob die tot sind oder, also ob die in der Kanalisation sind oder nicht. Doch, ich glaube, ich habe es dem gesagt. Doch, ich glaube, André weiß, dass die in der Kanalisation sind. Das heißt, dass die tot sind, ist schon konform. Aber eigentlich dachte ich, dass ich die umbringen muss, damit das Ding erledigt ist. Scheiße. Das ist jetzt richtig beschissen. Das ist jetzt richtig, richtig beschissen. Fuck. Ah,
Hab noch extra so ein Backup-Safe, aber der ist vor 40 Minuten alt. Oh, ich müsste alles nochmal machen, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Scheiße. Das heißt, die letzte Folge wär ja völlig dahin, Alter. Ach. Okay, ich glaube, da werde ich nicht drum rumkommen. Jetzt. Ich könnte auch einfach jetzt das weitermachen so und dann ist die Diebesgilde halt weg, aber halt scheiße. Folge ist das jetzt hier 19. 19, ich habe keine Ahnung. So, na dann. Machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. So, okay. Da habe ich jetzt mal ein bisschen nachgespielt. Wie ich sehe, bist du zu einem Kämpfer für Recht und Ordnung geworden. Es spielt keine Rolle, dass du im Dienst Denos stehst. Du bist einer von uns. Und ich hoffe, du siehst das genauso. Wie es noch zweimal geblinzelt hat, so nach dem Motto. Ich habe Konstantinos Ring. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt gehörst du wirklich zu uns. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Da musst du nicht immer schwimmen. Weiterhin sollst du wissen, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Er redet einfach zu viel. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Ich glaube da nicht dran. Okay. Hast du einen Job für mich? Ja. Es gibt eine Reihe Kelche, die zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viele Männer geopfert. Deshalb werden sie Blutkelche genannt. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Wo sind diese Kelche? Sie sind hier in der Stadt. Die Großhändler im oberen Viertel besitzen sie. Bringen Sie mir. Ich versuche derweil, einen Käufer aufzutreiben. Was springt für mich dabei raus? Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst ein besonderes Stück aus meiner Beute wählen. Und es wird noch viel schlimmer. Tja, also wie ich schon vorhin gesagt habe. Oh, ich habe irgendwas nicht gemacht beim Nachspielen. Irgendwas habe ich. Ah, ich habe mit Gavel nicht gesprochen. Und ich habe Bosper seinen Bogen noch nicht abgegeben. Okay, mache ich gleich noch. Ja, ich habe beim Nachspielen das jetzt vergessen. Aber ist ja nicht schlimm. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wir machen das jetzt, wir lernen jetzt schleichen, das ist einfach wichtig. Und warte mal, habe ich die Kiste hier gelootet? Doch, die habe ich schon gelootet, oder? Ja. Okay, die habe ich gemacht. So, wir gehen jetzt nochmal zu Bossbar, bringen ihm seinen Bogen zurück. Mache ich jetzt nochmal schnell und mit Gavel quatschen wir auch. Und dann dürfte das Level ab drin sein, da haben wir wieder 10 Lernpunkte zur Verfügung. Und diese werde ich höchstwahrscheinlich dann in Geschick oder Armbrust investieren. Müssen wir mal gucken. Vielleicht auch 5 in Geschick, 5 in Armbrust, je nachdem. Sieh an. Wo kommst du denn her, hm? Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Ehrlich? Okay, aber was ist, wenn ein externer Dieb kommt, der die Gilde gar nicht kennt und dann hier was snackt, dann ist das doch doof, oder? Dann ist die Diebesgilde auf der Jagd nach Dieben? Das ist irgendwie paradox. Naja. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier... Warte mal, hab ich das Schuldenbuch abgegeben? Das hab ich noch. Okay, muss ich nochmal Koragon schnell geben. Habe ich auch vergessen. Kritisch. Komm, das machen wir so mal. Das ist jetzt hier. Da mache ich die Folge jetzt einfach. Gucken wir jetzt mal nicht so genau auf die Zeit, ne? Wir müssen jetzt nicht 30 Minuten Schluss machen, sondern. Oh, 1-2 Minuten länger. Ja. Gut. Dann, achso, was ich. Vergessen. Ich glaube da nicht wirklich, dass ich das alles nachgespielt habe. Also, doch, habe ich schon gemacht, aber ich habe natürlich ein bisschen nachgeholfen, ist ja klar.
Ist ja logisch. Okay. Von mir hatte das nicht. Die Probleme habe ich kaum gesehen. Echt ganz schön zappenduster hier. Ewig so weitergehen. Sag nicht, zappenduster. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja, das heißt, Gavel wird wahrscheinlich in der Kneipe sein. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja, hier ist er. So, hier. Das überspringen wir jetzt auch nochmal ganz fix. Davon lasse ich lieber die Finger. Achso, na gut, wir steigen die Stufe wahrscheinlich erst auf, sobald wir die Sache mit dem Schuldenbuch nochmal erledigt haben. Da war ich ein bisschen schlampig, muss ich zugeben. Da war ich a little bit, da war ich eine kleine Schlampe. Ich bin eine kleine Schlampe, merkt's euch. So, für Klicks und Geld mache ich alles. Jetzt will ich den jetzt bei Konstantino. Nicht Konstantino, sondern Koragon. Naja, immerhin selber Anfangsbuchstabe. Das kann man mir mal verzeihen. Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So. Genau, das ist das Level-Up, was ich gebraucht habe. Sehr schön. Hol ich mir das jetzt wieder und dann gehen wir jetzt mal zu Hanna. Und ja, dann können wir ja eigentlich nochmal auf die Diebesinsel schwimmen. Und können denen ihr Loot mal holen. So, den Dialog hatten wir auch schon gehabt in der letzten Folge. So, und jetzt, liebe Leute. Ja, komm, jetzt schlafen wir erstmal. Bis zum nächsten Morgen. Und dann aber, liebe Freunde, werden wir nicht erstmal ins obere Viertel zu Lord Hagen gehen. Nee, nee. Wir werden einen kleinen Seeausflug machen. Ein kleines. Ein kleinen Schwimmausflug, ja, wenn man es so möchte. Siehst du, bevor wir den aber auch noch machen, gehe ich nochmal in die Schmiede. Ordnung muss sein, wir machen auch schön wieder zu hier. Und wir gehen in die Schmiede und bauen uns da nochmal ein paar Schwerter zusammen, die wir verkaufen. Und dann, liebe Freunde, dann machen wir einen kleinen Ausflug auf eine kleine Insel, die vor der Küste liegt. Ich denke, die meisten wissen natürlich schon, worauf das da hinauslaufen wird. Hab ich auch vergessen nachzuspielen, super. Naja. Aber was ich nicht gemacht habe, ich habe die Klingen nicht verkauft. Das machen wir jetzt. Warte mal. Da bist du ja wieder. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Offenbar findet Harald meine Schwerter so geil, dass er sie selber trägt. Finde ich gut. Das ist ein Zeichen von Qualitätsarbeit. Sehr schön. Aber warte mal, wenn wir jetzt einmal so... Wir haben zwei Schlüssel. Glaube ich, von der Miliz. Da können wir jetzt mal gucken. Aha. Da kommen wir jetzt schon mal hier rein. Ja gut, hier haben wir jetzt halt lediglich ein edles Kurzschwert. Das ist jetzt nicht so der Überreißer. Jetzt hänge ich fest. Das war jetzt nicht so der Überreißer, aber können wir verkaufen, immerhin. Warum denn nicht? So. Ja, ich glaube, bevor wir mit Lord Hagen reden, wird es noch ein bisschen dauern, weil ich will erstmal die Blutkelche alle einsammeln. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Special-Folge, ja. Blutkelch-Sammlerei. Das ist irgendwie, ich habe immer das Gefühl, in den letzten Jahren, wenn ich Gothic Let's Played habe oder Gothic 2 Let's Played habe und es kam immer diese Quest mit den Blutkelchen, habe ich das irgendwie immer in so einer Extra-Folge verpackt. Ich habe immer so eine Diebestour durchs obere Viertel gemacht. Ich hab das immer in so einer Extra-Folge mit reingeworfen, irgendwie. Naja. Schauen wir einfach mal. Erstmal werden wir hier ganz entspannt dieses kleine Inselchen abklappern. Und da mal so schauen, was es da so zu holen gibt. Es sollte sich auf jeden Fall lohnen. Ja. Ja, also, wie gesagt, unterm Strich, ich bin ganz froh, dass ihr euch für den Paladin entschieden habt in der Abstimmung. Denn
Das habe ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. In allen möglichen Let's Plays, ob es jetzt Xeris Rückkehr war oder Die Rückkehr oder Lever Edition auf Twitch oder was auch immer, habe ich immer irgendwas anderes gespielt, aber nie Paladin so richtig. Selbst in meinem allerersten Gothic 2 Let's Play, was ich mal gemacht habe, selbst da habe ich Drachenjäger gespielt. Ich glaube, im Let's Play habe ich noch nie den Paladin gespielt. Zumindest kann ich mich jetzt selber gar nicht daran erinnern. Ihr könnt mich natürlich gerne eines Besseren belehren, falls ich mal irgendwann Paladin gespielt haben sollte, aber ich glaube, Paladin ist halt das, was ich noch nicht gespielt habe. Unsere Rüstung ist jetzt halt schon echt awesome. Wir haben 45 Schutz vor Waffen. Ich glaube, darunter fällt auch die Angriffskraft eines Varans. Oder allgemein von Tieren. Echt gut getarnt hier. Muss man den ja echt lassen, den Viechern. Aber alleine hier schon die Viecher alle umzubringen, das bringt so viele Erfahrungspunkte, Mann. Lohnt sich einfach. Es lohnt sich jetzt schon einfach. Okay, was ist das denn für eine seltsame Fackel? Oh, ein Schalter, das wusste ich gar nicht. Mensch, das ist jetzt aber ein krasser Zufall. So. 100 Gold. Das ist schon mal meins. Okay. Oh Gott. Dieser Picklock-Helper, ne? Der macht mir das Leben so einfach. So viel einfacher. Ich habe jetzt noch 6 Dietriche, okay. Scheiße. Ah, Scheiße. Scheiße! Oh, eine Innerstatuette. Das hat sich aber gelohnt. Weil die können wir, glaube ich, zu Edda bringen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wie jetzt? Warte mal. Aber... Warte mal. Ah, Hannah hat mir das in dem... Ah, okay. Sehr gut. Ja, jetzt... Oh, ich dachte gerade schon, hä? Wo ist denn das jetzt hier, aber... Jetzt mir in einem Lederbeutel gegeben. Oh. Stimmt, Edda hatte ja auch erzählt, dass ihr ihre Innos-Statuette gestohlen wurde. Also... Wenn man ein bisschen 1 und 1 zusammengezählt hätte, hätte man auch relativ schnell darauf kommen können, dass die Diebesgilde diese Statue besitzt. Noch cooler wäre es gewesen, wenn das nicht einfach irgendeine random Innos-Statue wäre, sondern wenn die heißen würde Eddas Innos-Statue oder auf dem Sockel steht Edda irgendwie geschrieben oder sowas. Das wäre schon cool gewesen noch. Ja, warte mal, vielleicht erzähle ich das und es ist aber tatsächlich so. Nee, leider nicht. Schade. Na gut, aber wir bringen die auf jeden Fall Edda zurück. Das dürfte Erfahrungspunkte geben. Nehme ich mal an. Also warum denn nicht? So. Ach, siehste, und wir können ja auch noch bei Jacks Leuchtturm die Banditen umbringen. Es ist so krass, selbst von hier sieht man Xardas Turm, ey. In voller Pracht. Es ist quasi echt so, dass du diesen Turm von allen möglichen Ecken und Winkeln des Landes siehst. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, echt. Ein Hoch auf die Sichtweite. So. Deine Schwimmtour. Aber es hält ja auch den Soldaten fit, ja, in voller Montur zu schwimmen. Ist Teil des Trainings. Passt schon so. Okay. Ja.
Edda kriegt jetzt ihre Statue und wir werden dann quasi in der nächsten Folge, wie gesagt, so ein bisschen special machen, dass wir die Blutkelche alle holen. Und ich glaube, das wird schon ein bisschen Zeit benötigen. Ich denke nicht, dass wir das innerhalb von einer halben Stunde schaffen. Zumal ich mir vorher noch Dietrich erholen muss. Das kann ich jetzt gleich mal bei Halvor machen. Von mir hatte das nicht. Halvor verkauft, glaube ich, Dietrich. Ich verstehe. Du bist nicht nur hier, um Fische zu kaufen. Ich mache dir ein Angebot. Karte verkauft. Wenn du silberne Teller oder Kelche hast, ich nehme sie dir für einen guten Preis ab. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 250 Goldstücke. Alter, ich würde es noch lauter über den Platz brüllen, Junge. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder. Sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Ja, total, weil ein Soldat, der mit einem Bürger spricht, das ist total vertrauensunwürdig, definitiv. Ja, aber ich glaube, ich muss wirklich nochmal mit Kade sprechen. Ob Kade verkauft Dietrich ja noch. Kann ich dir eigentlich das Zeichen auch machen? Meine Aufgabe ist beendet. Für dieses Mal. Aber wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja nochmal. Es wäre so cool, wenn er in Gothic 3 nochmal vorgekommen wäre. Irgendwie in Varant oder so. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Ja, ja, schon gut. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Und wenn wir jetzt einmal bei ihr sind, dann haben wir euch gleich nochmal eine Suppe abgecashed. Quasi als kleines Dankeschön haben wir ihr die Statue dafür gegeben. Und ja, ich glaube, Cardiff verkauft, glaube ich, Dietriche. Wer sagt denn sowas? Und die werde ich brauchen. Die werde ich definitiv brauchen, um... Ja, um die Diebestour zu machen im oberen Viertel. Du mischst bei der Bande mit. Na gut, dann hab ich etwas für dich. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe, wenn du mal Dietrich brauchst, dann komm zu mir. Ich habe noch ein paar Aufgaben. Frag mich einfach nach, was zu trinken. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Und was ist, wenn ich wirklich was zu trinken will? Gib mir was zu trinken. Oh ja. Meinst du, mir geht es besser? Sehr gut, 20. Die werde ich auch wahrscheinlich benötigen, alle. Und ich habe mich jetzt gerade kurzerhand dazu entschlossen, ich werde jetzt nochmal 5 Lernpunkte auf Geschicklichkeit setzen und 5 auf Armbrust. Hey! Du bist jetzt bei der Miliz? Tja, ich lach mich tot. Ein ehemaliger Sträfling bei der Miliz. Sowas kannst doch nur du bringen. Du wirst doch nicht verpfeifen, dass ich für Lee arbeite, oder? Du kennst mich doch. Auch ein Dialog, den ich noch nicht kannte. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Das ist auch so eine Aussage. Jede größere Stadt hat eine Diebesgilde. Erzähl mir nicht sowas. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, es ist sehr schade, dass es in Gothic 3 keine Diebesgilde gibt. Zumindest weiß ich jetzt gerade von keiner. Also ihr könnt mich gerne berichtigen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es in irgendeiner Stadt in Myrtana, Nordmar oder Varant eine Diebesgilde gibt. Ich will geschickter werden. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Schlecht. Mich brauchst du das nicht zu fragen. In die Nacht des Raben bringt er wenigstens bis 90. Wenigstens bis... Jetzt hab ich Ausreden, Junge. Die Nacht des Raben bringt er wenigstens bis 90 bei, aber gut. Dann haben wir jetzt noch 8 Lernpunkte. Habe ich irgendwas, was mein Geschick permanent erhöht, was ich noch ablegen könnte? Nee, ne? Könnte ich irgendwie mit was... Goblinbären oder so? Nee. Nee. Okay. Gut. Tja. Na dann, wir haben jetzt genug Dietriche, um eine kleine Diebestour durchzuführen. Und ja, das ist ja kein Geheimnis mehr, eigentlich. Das werde ich jetzt mal in der nächsten Folge machen.
Aber was ich mir noch nicht nehmen lassen möchte, ist mit Lothar zu sprechen. Lothar kommt da erst ganz viel später, ja, da lasse ich mir Zeit. Das ist eine schlimme Sache. Nö, ich finde, das ist eigentlich eine ganz angenehme Sache, nicht schlimm. Sagen eigentlich die Bürger jetzt irgendwas, wenn ich hier Miliz bin? Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen. Hier wohnt die ehrbare Gesellschaft, keine Streuner und auch keine Ganoven. Wenn du es schaffen solltest... Okay. Was ich sehr schade finde, ich finde, da hätten sie dran denken können, dass wenn man Miliz ist oder Feuermagier, dass die Bürger dann auch auf einen reagieren wenigstens. Das ist echt schade, dass sie das hier nicht machen. Hey, ich werde mich da nicht einmischen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Ich glaube ja nicht, dass... Wieso, ich bin doch bei der Miliz. So werde ich nicht vorgelassen. Ich dachte, ich werde fortgelassen. Fortgelassen werde ich. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, ich danke erstmal bis hierhin fürs Zusehen und in der nächsten Folge geht's weiter. Dann werden wir aber erstmal eine kleine Diebestour machen. Ja, da muss ich nochmal bis zur Nacht schlafen hier, aber das ist ja nicht schlimm. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder. Alles wird gut. Ciao.